Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ihr habt euch gewünscht, dass das Format Fullface Beauty Boxen wieder zurück auf diesen Kanal kommt und hier sind wir. Genau, ich habe mir so ein bisschen was rausgesucht, habe das hier auch aufgeschrieben, aus welchen Boxen das ist und würde einfach mal sagen, wir schauen mal, was die Produkte aus den vergangenen Beauty Boxen so machen können. Ich sammle auch fleißig weiter, sodass da dann natürlich auch weiterhin Content für euch kommt in der Hinsicht. Ich bin immer sehr gespannt, ob man dann auch wirklich Foundations und Concealer und so weiter findet. Ich habe tatsächlich auch eine Foundation hier, aber wir starten mit einem Primer. Den habe ich aus der Goodiebox November 2023. Ich setze euch zu den Boxen, die ich auch selber im Abo habe, wo ich Codes habe und so weiter und so fort. Die Infos auch in die Infobox, genauso wie auch die Links zu den Produkten, falls die euch interessieren oder die Box selber, falls sie noch verfügbar ist, wenn das halt irgendwelche Mystery-Boxen sind oder so. Das ist die Glam Care Perfection Geschichte, Serum Infused Primer, und der soll halt wirklich krass abgehen, ne? Und da bin ich jetzt einfach mal gespannt drauf. Von Maski kenne ich das ein oder andere Produkt, aber einen Primer habe ich jetzt so noch nicht von denen in Anwendung gehabt. Also Masken ja, mag ich auch sehr gerne, aber als Primer ist es alles recht neu und deswegen trage ich mir das auf. Sieht so gelb aus, relativ geruchsneutral, sehr cremig. Zieht irre schnell ein, also zack, richtig krass. Der soll aber auch nicht so super krass feuchtigkeitsspendend sein, glaube ich, ne? Doch, also Anti-Aging und Hydrating sein. Nun, und Fragrance-Free steht halt auch mal drauf. Also das ist jetzt einmal der Primer, der ist super, super leicht feuchtigkeitsspendend. Macht aber einen schönen Effekt, ne? Ach, Sammy hat sich gefreut, dass ich endlich meinen Black Friday Haul abgedreht habe und er endlich die Couch wieder für sich hat. Läuft. Ich habe hier eine Geschichte von der K-Beauty Notino Box. Die habe ich im September ausgepackt, ist ein bisschen her. Von Mison Snail Repair Intensive BB Cream habe ich hier in der Farbe 21. Könnte vielleicht ein bisschen dunkel sein, aber das werden wir mal auf der Haut zusammen testen, ne? Und ja, ich mag gerne diese Mison BB Creams. Die haben auch eine ganz, ganz tolle Pflege mit dabei und auch eigentlich eine schöne Deckkraft. Ich finde es halt wirklich mutig, sowas in eine Beautybox reinzupacken. Als Pinsel verwende ich jetzt hier von Letizia Lehmark ein paar, die ich hier stehen habe. Sowohl von ihr selber als auch in Kooperation mit Maxim, ne? Das ist jetzt einer aus ihrem normalen Pinselset, aus der Tech Series ist es, glaube ich. Und dann schauen wir mal, inwiefern diese BB Cream wirklich alles hübsch macht, weil ich habe wirklich eine sehr, sehr unruhige Haut, ne? Schreibt mal gerne in die Kommentare, welche Beautyboxen ihr im Abo habt aktuell. Das würde mich tatsächlich interessieren. Bei mir sind es ja immer weniger, die ich auch hier auf diesem Kanal zeige, was nicht heißt, dass sie nicht nach wie vor noch bei mir eintreffen, ne? Also das ist so, manche habe ich dann einfach privat im Abo und dann könnte es natürlich auch passieren, dass hier das ein oder andere Produkt eben aus dieser jeweiligen Box hier auch landen wird. Oder ich sehe bei Kollegen, dass es in der Box war, dann könnte ich das natürlich theoretisch auch mit in dieses Fullface mit reinnehmen, um es halt zu komplettieren oder so. Wenn ich das Produkt eh da habe, warum nicht, ne? Das ist ein kleiner Cheat, aber ich finde es okay. Also die Deckkraft der BB Cream gefällt mir. Das ist halt so typisch von dieser Mison-Geschichte, ne? Sehr, sehr angenehm. Also und auch von der Farbe her passt das richtig gut. Also Leute, die vielleicht etwas dunkler unterwegs sind als ich, haben mit der Box sicherlich ein Problem. Dann kann man das, weiß ich nicht, mit irgendeiner Foundation, die zu dunkel ist, mixen. Ich hätte hier nämlich als Plan B noch eine hellere Foundation liegen gehabt, um die reinzumischen. Aber das funktioniert wirklich klasse. Und bei BB Creams ist es positive, du musst sie oft nicht mit dem Schwämmchen nochmal einarbeiten. Das funktioniert eigentlich mit dem Pinsel oder eben mit den Händen total super. Und mir gefällt das Ergebnis auch richtig gut, ne? Ich gucke es mir aber mal besser aus der Nähe an. Das geht. Also da habe ich jetzt nicht irgendwelche Streifen oder so. Hat richtig schön auch so Rötung und so weiter abgedeckt. Trotzdem verwende ich jetzt hier, das ist jetzt Concealer bei mir aus der Schublade, den ich jetzt auch so in Daily Use quasi habe von Uncorrupted Beauty. Ist es mein Concealer. Einmal für unter den Augen und auch so ein bisschen noch, um meine Unebenheiten und Rötung zu kaschieren, aber jetzt nicht komplett zu verdecken, weil das macht der Concealer nicht. Zum Einarbeiten verwende ich hier ein Schwämmchen, was ich heute im Adventskalender drin hatte von der lieben Anja von Estee Lauder. Das habe ich jetzt aber nicht angefeuchtet. Das heißt, es ist wirklich nur dafür da, um überschüssiges Produkt abzunehmen und alles so ein bisschen im Gesicht besser zu verteilen, einzuarbeiten, wie auch immer. Also vor allem da, wo ich den Concealer aufgetragen habe, ne?
Ja, und auch eine Eyeshadow Base hatte ich jetzt nicht irgendwo mit drin, nämlich die, die ich im Project Pen habe. Da könnt ihr super gerne mal bei Claudis Bunte Welt vorbeischauen. Da lade ich ja auch gerne Content hoch und vor allem findet ihr dort monatlich auch mein Project Pen und ihr findet dort auch noch die ein oder andere Beautybox, die hier einfach auf dem Kanal nicht mehr zu finden ist. Das haben wir jetzt schon mal soweit. Jetzt verwende ich einen Cream Bronzer. Den hatten wir in der Charmy Box im Oktober. Und das ist in der Farbe Soft Shade ein Produkt, was so aussieht. Und das möchte ich mir gerne auftragen. Auch dafür nehme ich am liebsten meinen Pinsel, den ich ja eben schon für Foundation verwendet habe. Und schau mal, wie das so hinhaut. Schöne Farbe, eher dezent unterwegs. Und Uoga Uoga ist, glaube ich, auch eine Naturkosmetikfirma. Okay, ich glaube, ich muss hier einen etwas fester gebundeneren Pinsel nehmen. Dann nehme ich den von Maxim aus dem Pinselset. Damit kann man nicht nur punktuell arbeiten, sondern auch besser hier reinkommen. Und er nimmt einfach auch mehr Farbe auf. Und so kriege ich auf jeden Fall eine richtig tolle, natürliche Kontur hin. Und mag das auch sehr gerne. Also ich denke, dass das auch eher dann nachher so ein from below sein wird. Also man wird nicht wirklich groß das Produkt dann auch sehen. Ne? Also es ist jetzt kein Bronzer-Ersatz, sondern es ist wirklich ein Konturprodukt. Und ihr seht es auch, ne? Das ist schon schön. Und das mag ich halt an Beautyboxen. Solche Sachen hätte ich mir jetzt so gar nicht aktiv selber gekauft. Aber durch Beautyboxen bekommst du es halt quasi so als Vorschlag, als Inspiration. Und das gefällt mir doch. Also bislang nur Produkte, die ich jetzt positiv fand. Dann schauen wir mal, was der Pompon Blush macht. Den habe ich aus der Blissim Box November 2023. Das ist dieser hier. Le Fantastic habe ich hier einmal am Start. Der sieht sehr knallig, sehr verheißungsvoll aus. Auch hier nehme ich mir jetzt direkt mal den Pinsel von Maxim. Könnte man sicherlich auch direkt mit aufs Gesicht gehen. Da muss ich mal schauen. Je nachdem, wie der so pigmentiert ist. Aber ich kriege jetzt gerade auch gar nicht so super viel auf den Pinsel drauf. Mal gucken. Ich glaube, der ist von der Oberfläche her nur etwas trocken gewesen. Denn jetzt geht die Party ab. Ich muss sagen, dass ich diesen Blush leider nicht so gut in der Einarbeitung finde, weil der doch sehr trocken ist und es gar nicht so leicht ist, den jetzt auch fleckenfrei auftragen zu können und schön mit meiner Base verbinden zu lassen. Ich glaube, das ist so ein kleines Manko gerade, ne? Ja, also flasht mich persönlich jetzt nicht so ultimativ, muss ich leider gestehen. Also den finde ich jetzt nicht so gut. Heißt, der wird jetzt, glaube ich, auch nicht bei mir bleiben. Ich habe kein Fixierpuder, sondern nur ein Finishingpuder in Boxen drin gehabt. Deswegen verwende ich hier auch aus meinem Project Pen von Too Faced mein Primed and Poreless. Und dann nehme ich mir einfach was auf meinen Pinsel und sette damit mein komplettes Gesicht. Bei dem Puder muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt, weil das dann für meine trockene Haut etwas zu trocken werden kann. Und auch zu matt, weil ich mag es ja auch eigentlich ganz gerne glowy. Nun, ja, so sieht das Ganze aus. Ich finde, dass meine Base gut aussieht, mag ich gerne. Und jetzt habe ich hier aus der Charlotte Tilbury gerade erst ausgepackten Geschichte, aber ich weiß nicht, wann ihr dieses Video seht. Das gab es in der Full Size da drin. Das war so eine Black Friday Edition Geschichte. Ich habe es halt in der kleinen Größe da. Ne? Da konnte man sich die Farbe aussuchen. Ich habe Fair to Medium und das ist ein Finishing Powder. Das heißt, du gehst da einfach mit dem Pinsel rein und gehst dann einfach so über dein Gesicht. Theoretisch gibst du halt ja auch vorher dein Bronzer auf, dein Blush und so, ne? Und hast dann hier nochmal so ein Finish drüber, damit alles noch etwas besser perfektioniert aussieht. Es ist einfach ein Kannschritt. Niemand braucht das eigentlich hundertprozentig in seinem Leben. Aber wenn man die Möglichkeit hat, das Produkt zu verwenden, weil man das eben günstig geschossen hat oder weil man irgendwie sich das gekauft hat, dann kann man es so verwenden. Ja, ne? Mehr muss man da gar nicht machen. Gibt einen leichten Effekt. Ist halt so leicht perfektionierend. Ist ganz schön. Ich überlege, also ich finde, dass der Blush nicht wirklich rauskommt. Ich finde auch, dass ich einen Bronzer brauchen würde. Dementsprechend, mich juckt es im Gesicht, würde ich tatsächlich auch ganz gerne die Produkte aus meinem Project Pen anwenden. Einfach um dem Ganzen hier noch ein bisschen mehr Leben einzuhauchen. Beziehungsweise nur der Bronzer davon ist in meinem Project Pen. Hier der von Guerlain, der Mini Terracotta in der Farbe 01. Und damit wärme ich hier einfach mein Gesicht ein bisschen auf. Das hat jetzt keinen Ultra-Effekt, aber es ist einfach so, dass ich einfach das Empfinden hatte, dass ich das noch bräuchte. Eben weil das Uoga-Uoga-Uoga-Produkt zwar klasse ist, aber es ist halt wirklich in Anführungsstrichen nur ein Konturprodukt.
So nämlich, ne? Habe ich mir jetzt ein bisschen Bronzer aufgetragen und ein bisschen Blush von By Terry. Den hatte ich mal im Adventskalender in der Farbe Sun Desire. Gebe ich mir jetzt auch noch drüber. Also den habe ich auch in normaler Alltagsverwendung. Einfach ein schöner, harmonischer Blush, den ich gerne leiden mache. Ne? Der ist ganz hübsch. Und der von Pompom hatte einfach zu wenig, finde ich. Also der kam jetzt ja auch nach dem Abpudern gar nicht mehr durch. Deswegen wollte ich ein bisschen mehr haben, weil die Augen werden gleich etwas intensiver. Und dann wollte ich, dass die Base halt trotzdem noch irgendwie Dimensionen drin hat. Ne? Und das geben halt die Produkte ganz gut. So, aus dem All I Want for Christmas Bundle von der lieben Nicole Chiquitas Place mit Purish habe ich hier den Highlighter von Mesauda in der Farbe Lust for Shine. Das ist dieser hier. Ihr müsstet das Bundle auch noch bekommen. Ne? Also das dürfte noch verfügbar sein. Das ist so ein schöner Highlighter. Auch den trage ich mir hier mit dem Pinsel auf. Und ja, den kenne ich ja auch schon, weil ich den letztens auch bei Instagram verwendet habe, als ich live war. Ne? Der ist einfach großartig. Ich habe da auch keine Angst vor dem Blush. Also den hätte ich wahrscheinlich heute besser verwenden können als den von Pompon. Dann hätte ich keinen Puderblush benötigt, weil der Blush, der mit in dem Bundle ist, ist auch fantastisch. Also der ist richtig, richtig, richtig schön und nicht zu intensiv. Keine Sorge. Und dann machen wir hier noch ein bisschen mehr Highlighter. Das war jetzt zu viel. Jetzt habe ich hier einen Bart. Besser. Immer noch eine sehr glänzende Oberlippe, aber wir kommen damit klar. Also ein wunderschöner Highlighter. Ne? Ob ihr das in dem Bundle bestellt oder ob ihr den separat bestellt und damit Claudis Welt 15 sparen möchtet, gönnt euch das auf jeden Fall. Als nächstes verwende ich auch einen Augenbrauenstift, den ich im Daily Use habe, weil ich jetzt so keinen in den Boxen mit dabei hatte. Das ist einfach meiner von Yves Rocher in der Farbe Blond. Und zum Fixieren verwende ich hier von Too Faced Fluff and Hold Laminating Brow Wax. Das mag ich ganz gerne, kann ich auch wohl empfehlen. Ne? Ist einfach ja jetzt aus dieser neuen Generation von Augenbrauenfixierungssachen eins der Produkte, was mit rausgekommen ist. Und ich finde, das hält die Augenbrauen wirklich gut in Form. Zack, die wappti. Doch, auf jeden Fall finde ich die beiden Produkte in Kombi bei mir sehr, sehr gut und mag sie einfach gerne leiden. Und jetzt habe ich hier etwas, das habe ich, woraus? Aus der Hall of Fame Box von Beauty Bay aus November 2023. Auch das ist so, ja, ich glaube auch so eine Geschichte gewesen, die so Richtung Black Friday rauskam oder kurz vor Black Friday, da haben die verschiedene Beauty-Boxen rausgebracht. Macht Beauty Bay immer wieder und die haben ganz, ganz tolle Produkte da drin. In dem Fall waren auch alle Produkte abgebildet. Hier habe ich einmal die ganz neue Metamorphic-Palette und ja, also wenn ich die jetzt aufmache, dann werden viele sagen, ach Mensch, das sieht doch irgendwie so aus wie, genau. Habe ich mir auch gedacht und damit möchte ich jetzt einfach mal was schminken. Ich weiß gar nicht, ob ich heute zu eskalativ werden möchte. Erstmal starte ich hier mit Reality. Das ist dieser wunderschöne Lavendelton und setze mir den auf. Wow, tolle Pigmentierung. Wir lieben das ja bei Beauty Bay, ne? Günstige Paletten mit einer Hammerqualität. Genau das wollen wir doch haben. Richtig schön. Dann kannst du eigentlich schon sofort so lassen, weil das so cool aussieht. Ich glaube, die Farbe gebe ich mir auch in den unteren Wimpernkranz und ich habe keine Ahnung, ob das in der Kamera auch genauso leuchtend rüberkommt, wie ich das gerade jetzt auch im Spiegel sehe. Das ist so ein wunderschöner Lavendelton. Das ist richtig, richtig cool. Irgendwie möchte ich auch gar nicht unbedingt einen dunklen Mattenton noch mit reinbringen, weil ich das so schön finde, dieses fast schon eisige Lavendelton-Gedönsen. Aber na, wir machen trotzdem ein bisschen was Dunkles noch mit dabei. Ich glaube, ich nehme Morph. Das ist halt wirklich so ein ganz dunkles, dunkles Mitternachtsblau. Ganz vorsichtig nehme ich das hier auf diesem kleinen Pinsel auf und tupfe das nur ein bisschen in meinem äußeren V auf. Blende es auch leicht in die Lidfalte. Bin jetzt nicht nochmal neu reingegangen, ne? Und auch am unteren Wimpernkranz, so im äußeren Drittel, um nur ein bisschen Dimension so reinzubringen. Wie gesagt, ich möchte da nicht allzu dunkel werden. Das ist nur für Schattengedönsen. Ja, optimal finde ich das Blau jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt. Ne? Also das ist ein bisschen fleckig. Aber ja, zum Schattendasein. Für Schattendasein ist es in Ordnung, genau. Wow, Schimmertöne. Ich habe jetzt einfach nur die ersten vier, Leute. Wie soll man sich da entscheiden? Wie soll ich mich jetzt entscheiden? Die sind doch alle schön. Da haben wir Duochrome, diesen Prism mit dabei, der diesen Pinkshift hat. Diesen silbernen Future, silberweiß. Krass. Spill ist auch richtig schön, weil der so einen grünen Blau-Shift hat. Das hier ist auch ein ganz toller, dieser Fütigel.
Ich glaube, ich möchte ich Fütigel und den hier. Aber ich habe noch ganz viele andere Töne in der Palette. Ich bin auch jemand, ich verwende immer nix Glitterglue. Kann ich euch auch nur empfehlen, weil ich habe Bewegungen in meinem Gesicht und ich glaube, dass viele von euch den mittlerweile auch zu Hause haben. Ne? Den müsste ich vielleicht auch einfach mal wieder neu kaufen, weil der ist ja schon eine ganze Weile in Anwendung. Den kriegst du auch gefühlt nie leer. Der ist halt einfach immer vorhanden gefühlt. Und den gebe ich mir jetzt hier auf so einen Cut-Crease-Pinsel. Ich tupfe mir das einfach auf mein bewegliches Lid. Das ist ja eigentlich relativ simpel. Kann man natürlich auch einfach mit einem ganz normalen Concealer machen oder so, ne, der jetzt nicht super deckend ist. Je nachdem, was man halt so mag. Denn diese Full-Face-Beauty-Box-Videos sollen ja eigentlich hauptsächlich dazu animieren, die Produkte, die man zu Hause hat, zu verwenden und dafür den passenden Einsatz zu finden. Mal klappen diese Videos und mal gehen die halt voll in die Hose. Ich nehme Fütigel erstmal auf. Das ist dieser wunderschöne Blauton und den tupfe ich mir jetzt schon mal auf die Mitte. Oder setze ich mir den mehr so nach außen? Ich glaube, das ist mehr so ein Außenton, ne? Den kannst du so komplett übers ganze Lid eigentlich machen, aber ich geb mir jetzt in den Innenwinkel den Prism, also nicht in den Innenwinkel, sondern in das innere Drittel, weil der hat ja auch noch so einen Rosé-Shift mit dabei. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen dann auch zu dem lila Lavendel, was ich dann ja auch schon hier als Lidschatten habe. Ich wollte euch nicht animieren, was zu kaufen, aber ich glaube, die Palette ist ganz geil. Ne? Kann man wohl machen. So sagt der Westfale. Nun, für den Innenwinkel würde ich jetzt aber dieses Future verwenden. Ja, ich habe jetzt wirklich nur die hellen Schimmertöne genommen, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Also die sind wie Seide, aber trotzdem kriegst du Pigment auf dem Pinsel, ne? Ich habe mir auch ein bisschen Glitterglue in meinen Innenwinkel gegeben. Und dann geht die Party ab. Leute, das ist ja mal richtig geil. Und die sind halt super, super fein. Die sind jetzt überhaupt nicht so flaky oder so. Und das mag ich ja ganz gerne. Weil die sich dadurch sehr gleichmäßig auftragen lassen. Das ist schon eine andere Form von schön, würde ich sagen. Oder eine andere Form von krass. Ich lieb's. Das ist wirklich ein richtig toller Lidschattenlook, oder? Mag ich sehr, sehr gerne. Sehr winterlich, weil das halt so icy ist. Und eine sehr empfehlenswerte Palette. Ich habe jetzt nur so ein paar Töne hier raus verwendet und ich habe mich tatsächlich auch nur in der oberen Hälfte aufgehalten. Aber die Palette gibt natürlich noch viel, viel mehr her. Also wenn man halt so kühle Looks mag und so eisige Looks mag, ist das doch eine coole Sache. Ne? Das kann man sich definitiv anschauen. Und wenn man sich auch diese Limited Edition Box bestellt hat, ist man da auf jeden Fall mit einer coolen Palette unterwegs. Ich kann es nicht anders sagen. Ich blende jetzt noch ein bisschen in meiner Lidfalterung, weil hier ist ein bisschen viel Schimmer jetzt hingekommen. Und dann habe ich hier einen Eyeliner. Wo habe ich den denn bei gehabt? Den hatte ich in der Crash Black Friday Box. Und zwar war das so eine Surprise Box, die man online bestellen konnte, die aber auch sehr, sehr schnell ausverkauft war. Ich weiß gar nicht, ob das Video wird dazu schon online sein. Das ist ein Dip Eyeliner. Und das ist der Dip It Beginner Eyeliner, also für Beginner geeignet. Und ich bin eigentlich kein Dip Eyeliner Fan. Wir schauen jetzt aber mal, ob ich damit klarkomme. Er ist schwarz. Er hat so eine Dipspitze und dann hoffe ich, dass er schön malt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr breit und die Spitze vorne ist hart. Die ist überhaupt nicht flexibel. Also ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als Anfänger-Eyeliner bezeichnen, aber das auf der Seite sieht schon mal gut aus. Mal gucken, wie ich das auf der anderen Seite hinkriege. Ja, ist jetzt relativ symmetrisch geworden und also ich mag das Ergebnis. An die Applikation muss ich mich natürlich ein bisschen gewöhnen, weil ich jetzt nicht so gewöhnt bin, einen solchen Eyeliner zu verwenden. Aber was ich positiv finde, er malt über so einem krassen Lidschattenlook ohne Probleme. Ne? Also das ist auf jeden Fall eine feine Kiste. Es ist wirklich symmetrisch geworden. Bin ja hin und weg. Das passiert sehr selten bei mir. Okay, jetzt habe ich ein Fixing Spray. Das habe ich jetzt nicht irgendwo in der Box drin gehabt. Das ist von Benefit the Professional. Das hatte ich in einem Adventskalender mal drin. Ein super feiner Sprühnebel, super schöne dewy Haut danach. Also das ist ein sehr empfehlenswertes Produkt. Nun, jetzt müssen wir dem Ganzen nochmal einen ganz besonderen Schliff verleihen. Dafür werde ich mir jetzt erstmal die Wimpern biegen. Dann nehme ich hier meine Catrice Wimpernzange. Und dann greife ich zu der Tarte LED Tubing Mascara. Die hatten wir in der My Little Box im Dezember, also just mein gerade erst. Super, super schwer, sehr hochwertig, sehr, sehr edles Produkt mit einer Gummibürste, was so tannenbaumförmig zusammengeht. Und das ist halt wirklich eine Tubing-Mascara. Also die legt sich auch um die Wimpern drum herum. Und wenn du das abschminkst, nicht wundern, das wird auch wirklich nicht so smooth dann abgehen, also so flüssig, sondern es ist halt wirklich dann so ein Stückchenweise. Ne? Also nicht erschrecken. Genau, dann gucken wir mal, was die jetzt mit meinen Wimpern anstellt. Ohne Mascara.
Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich finde die richtig gut, aber wenn man halt zum Beispiel nicht unbedingt mag, dass man seine Mascara spürt, dann ist man hier nicht ganz so gut unterwegs, weil diese Mascara fühlst du. Die ist auch sehr, sehr schwer. Ich habe sie auch in drei Schichten aufgetragen und ich glaube, dass bei vielen eine Schicht im Alltag reicht. Ne? Aber ich habe mir gedacht, zu so einem Look darf es auch gerne so ein bisschen intensiver sein und dementsprechend sind drei Schichten auch vollkommen in Ordnung. Und ich mag es auch einfach sehr gerne an mir, wenn meine Wimpern sehr stark betont werden. Was ich jetzt gerade feststelle, das muss ich aber beobachten, ist, dass meine Wimpern sich warm anfühlen. Und ich weiß nicht, ob das an der Mascara liegt oder woran auch immer, aber ich habe gerade ein Wärmegefühl auf meinen Wimpern, was sehr merkwürdig ist. Dazu ein bisschen Blinky-Blinky-Silberschmuck. Ja, und dann einen wundervollen Lipgloss. Den habe ich aus der Blessing-Box tatsächlich, aus dem Dezember. Und das ist einfach ein Lipgloss von MAC. Da konnte man ja wählen, ob man den Lipgloss haben möchte oder ob man ein Lippy haben möchte. Und ich trage den einfach mit dem Finger auf. Kann man sicherlich auch über irgendein anderes Produkt drüber toppen oder so, aber ich glaube, zu diesem Look passt auch so ein klarer Gloss wundervoll, genauso wie Silberschmuck, weil das Ganze halt sehr kühl gehalten ist. Wahrscheinlich hätte ich jetzt hier am besten auch so ein rosa Pulli anhaben müssen oder so. Nun, egal. Ich hatte jetzt auch noch in der Look Fantastic Christmas Eve Box ein Parfum drin von Floral Street Wonderland Peony, das ist dieses hier. Und ich habe mich erschrocken beim Schnitt. Was für ein Preis das Ding hat, ne? Das sind 10 Milliliter und das soll irgendwie einen Wert von 32 irgendwas haben. Krass. Und ja, das möchte ich mir gerne auftragen. Ich habe die Duftnoten gelesen und mir gedacht, okay, das könnte sehr, sehr gut funktionieren. Auch wenn ich jetzt den Flakon nicht so wunderschön finde. Aber mal gucken. Sehr, sehr schön floral. Jasmin ist da bestimmt auch irgendwie mit drin. Ne? Ich mag Jasmin. Ich rieche aber auch was Süßes, so Vanille oder so. Das ist ein ganz toller Duft. Der ist nicht zu aufdringlich, der ist sehr subtil. Ich glaube, dass das auch vielen gefallen kann. Also ein sehr, sehr schöner Duft, der jetzt nicht irgendwie klassisch weihnachtlich oder winterlich ist, sondern eigentlich eher so leicht frühlingmäßig, aber durch die Vanille, die da mit dabei ist, also von meinem Empfinden her, ne, diese Süße, ist das Ganze halt auch ein Stückchen in die gemütliche Jahreszeit einzuordnen. Aber ich glaube, den kannst du ganzjährig tragen. Nun, ihr Lieben, das ist jetzt mal wieder ein Full-Face-Beauty-Boxen von meiner Seite. Was sagt ihr zum Look? Wie gefallen euch die Produkte? Welche dieser Beautyboxen habt ihr bei euch zu Hause einziehen lassen? Und welche lasst ihr vielleicht noch einziehen? Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und dann wäre es das schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.